Ja, hallo Freunde, da bin ich mal wieder und zwar will ich euch in den folgenden Video schnell zeigen, woran das liegt, wenn auf eurem Rechner der Gruppenrichtlinien-Editor fehlt oder besser gesagt, wie ihr das nachrüsten könnt, ja, manuell installiert sozusagen. Woran das liegt, das ist ganz einfach, dass es nicht bei allen Windows-Versionen dabei ist, ja. Also bei den Basisversionen wie Home und Premium ist das einfach nicht dabei. Das ist, wenn wir jetzt hier darüber ausführen, ja, oder Windows R, wie auch immer wir das machen und gpedit msc eingeben, hier Punkt msc, und wir diese Fehlermeldung bekommen hier, obwohl wir uns nicht vertippt haben, ja. Dann liegt das, wie gesagt, einfach daran, dass es nicht ja, installiert ist, sozusagen. Genau, dieses Group Policy Editor, das ist einfach ein super cooles Tool, ja, eigentlich für Administratoren gedacht. Deswegen ist wahrscheinlich bei den Basisversionen auch nicht mit dabei. Ist aber für normale User, sage ich jetzt mal, auch sehr sehr nützlich, ja, das erleichtert einfach die Arbeit mit dem in dem Windows Registry zum Beispiel. Da kann man ganz viel, ja, schickimicki vielleicht einstellen und anstellen mit dem Rechner. Genau, ja, alles was wir brauchen ist ja ein kleines Programm hier. Wenn ihr einfach nach dem gpedit Installer googelt, da werdet ihr bestimmt fündig, ja. Ansonsten werde ich hier unter dem Video auch noch mal einen Link euch da lassen zum Download hier. Das ist jetzt hier, ich habe das jetzt schon heruntergeladen, ist eine kleine Archive hier, eine RAR hier, Win-ZIP-Datei. Ich entpacke das jetzt einfach mal hier auf dem Desktop. Ja, habe hier die Setup-Datei. Vielleicht noch mal, ja, also ganz wichtig, bevor wir überhaupt was machen, wie immer einen Wiederherstellungspunkt vorher uns erstellen. Ja, das geht recht schnell und einfach mit ein paar Klicks und es kann uns aber ja eventuell eine Menge Ärger ersparen. Ja, deswegen bitte, ich zeige euch das noch mal einfach hier über den Windows Explorer zum Beispiel, diese PC, rechte Maustaste, Eigenschaften, zack, und hier über erweiterte Einstellungen und genau auf dem Reiter Computerschutz hier einfach unser Systemlaufwerk C hier auswählen. Bei mir steht hier schon ein, ja, ist eingeschaltet. Falls bei euch so wie hier aussieht, aus, das könnt ihr einfach hier auf Konfigurieren draufklicken. Und dann hier aktivieren, upsala, hier aktivieren, ja, hier ein bisschen Platz zuweisen, vielleicht, ja, weiß ich nicht, 10% meinetwegen. Und dann übernehmen, okay, bestätigen und schon steht hier auch ein. Ja, genau, und bevor wir jetzt irgendwas machen, gehen wir jetzt hier über Erstellen, geben hier einen beliebigen Namen, gpedit. Install. Der Name hier spielt keine Rolle. Hauptsache, wir wissen dann, falls wir das zurückstellen möchten, wiederherstellen wollen, wir wissen jetzt, dass wir uns dieser erstellt haben, dieser Punkt, bevor wir dieses Programm installiert haben, halt, ja. Wenn wir jetzt hier auf Erstellen draufklicken, dann geht's schon los. Ja, das sollte nicht so lange dauern, denke ich. Genau, jetzt wird einfach, ja, ist jetzt schon durch, ein Wiederherstellungspunkt wurde erfolgreich erstellt, ja. Und falls da was schief läuft, dann können wir hier über den Weg, ja, Computerschutz, und dann haben wir hier Systemwiederherstellung, zack. Einfach draufklicken und hier einen Punkt auswählen. Ich habe jetzt hier schon ein paar, das war jetzt mein letztes hier, ja. Einfach hier markieren und weiter, also einfach den Wizard hier folgen und schon ist wieder alles beim Alten, ja. Also das kann, wie gesagt, jede Menge Ärger ersparen. Deswegen ganz wichtig, bitte vorher einen Wiederherstellungspunkt erstellen. Genau, nachdem wir das gemacht haben, starten wir unsere Setup-Datei hier einfach, ja, und folgen hier auch dem Wizard. Das geht ruckzuck und fertig.
Jetzt haben wir hier die Meldung, ja, dass die GPEdit MSC erfolgreich installiert wurde. Wir klicken auf Finish. Und jetzt sollte es, beziehungsweise bei mir, wenn ich jetzt starten möchte, wie war das jetzt? GPEdit.msc, das wird jetzt erstmal nicht funktionieren. Ja, ich bekomme jetzt immer noch die Meldung hier. Das liegt jetzt daran, aber bei mir oder bei euch, wenn der Fall ist, auch natürlich, wenn wir ein 64-Bit-Betriebssystem haben, ja, da müssen wir noch was machen, zeige ich euch sofort. Bei 32-Bit-Systemen, dann sollte das jetzt sofort funktionieren an der Stelle und dieses Group Policy Editor sollte jetzt starten. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr ein 64-Bit-System habt, dann müssen wir hier einfach nur, ich mache mal das jetzt ein bisschen größer hier. Und zwar, wir gehen hier, navigieren hier auf unserem, ja, Systemlaufwerk hier auf C unter Windows und hier suchen wir uns den Ordner hier mit dem irgendwas, genau, das hier ist WoW64, ja, das brauchen wir, gehen wir hier rein einfach und dann kopieren wir uns einfach ein paar Dateien hier und zwar die beiden, einmal Group Policy Users, ja, markieren und dann brauchen wir die MSC-Datei hier, GGG ABC, da ist sie irgendwo. Oh, noch weiter unten. Ja, das müssen wir halt ein bisschen. GP-Update. Genau, das ist die hier. GP-Edit MSC, ja. Auch nochmal mit markieren. Zack. Und dann einfach kopieren. Und diese drei, beziehungsweise die zwei Ordner hier und die Datei, die müssen wir dann in unserem Windows System 32 Folder hier einfügen. Zack, hier rein, ja, System 32. Und einfach hier einfügen die Dateien. Brauchen wir natürlich Adminrechte. Zack, zack. Zack, und wenn das jetzt durch, ach Gott, ich bin aber so, wenn das jetzt durch ist, dann können wir das schließen hier und dann können wir unserem Group Policy Editor hier starten. Ja, gpedit.msc. Jetzt müssen wir nochmal bestätigen, weil wir da natürlich Adminrechte brauchen und schon haben wir unserem Editor hier und können hier ja uns die ja einstellen und ändern, was wir möchten. Hier ganz einfach. Ja, das war es eigentlich auch schon alles, denke ich. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ja, über ein Abo freue ich mich natürlich auch oder ein Like, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal.